Tag allerseits, nachdem wir in unserem letzten Bastelvideo dem Cupra Ateca mal entsprechend Leistung verpasst haben und die Kiste jetzt richtig Schub hat, wollen wir heute mal gucken, ob wir was zum Thema Sound verbessern können. Der hat ja von Hause aus schon einen Auspuff mit 4 Endrohren, was eigentlich auf das ein oder andere schließen lässt, was er dann leider nicht erfüllt. Von daher wollen wir mal gucken, inwieweit wir das hier mit unserem Active Sound verbessern können. Thema Einbau brauchen wir eigentlich nur anreißen. Haben wir ja in dem Nissan Navara Video gezeigt, wie das so funktioniert. Die verwendeten Komponenten sind ja mehr oder minder immer dieselben. Man muss halt nur gucken, dass der Einbauort am Fahrzeug halt individuell gewählt wird. Wir haben hier noch was Neues am Start, in diesem Fall ein Hochtonhorn. Das hat den Vorteil, dass bei höheren Drehzahlen deutlich mehr Volumen im Klang erzeugt werden kann und man natürlich auch die Möglichkeit hat, solche Fehlzündungen oder Schubknallen oder solche Sachen entsprechend klar darzustellen, weil der bisherige Basislautsprecher ist ja ein Tiefton-Breitbandlautsprecher. Von daher kann man da noch mal ein bisschen was dazu peppen, wenn man dieses Hochtonhorn mit verbaut. Man kann das natürlich auch bei den bestehenden Systemen nachrüsten, weil der Kabelsatz ohnehin über 2 Anschlüsse für Lautsprecher verfügt. Von daher kann man das, wem es gefällt, auch nachträglich nachrüsten. Da werden zukünftig auch noch ein paar weitere Verbesserungen kommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich noch die Lautstärke von beiden Lautsprechern unabhängig voneinander geregelt werden kann und dass es vielleicht so eine Art virtuelle Frequenzweiche gibt, um das Ganze noch besser aufeinander abzustimmen. Aber ich finde, auch jetzt ist es mit dem Hochtonhorn schon eine weitere Verbesserung, die den Klang nochmal wieder ein kleines bisschen realistischer macht. Gut, kommen wir mal zu den Einbauorten. OBD-Dongle überträgt die Drehzahl, das kommt hier auf die OBD-Schnittstelle im Fahrzeug, in diesem Falle Fahrer, Fußraum links unten, es wird bei den meisten Fahrzeugen so sein. Unser Steuergerät haben wir im Kofferraum hinten im Seitenteil verbaut, da ist ja so eine Innenverkleidung, da ist so ein kleines Kläppchen, wo das Steuergerät ganz gut reinpasst, kann man mit Kabelbindern fixieren und von da aus gibt es auch schon vorhandene Kabel, wo wir dann einfach parallel dazu gehen können, einmal in den Fahrzeuginnenraum, damit wir die Stromversorgung an dem Sicherungskasten abgreifen können. Der ist bei dem Fahrzeug auch im Fußraum links. Und andererseits können wir auch nach hinten unter die Stoßstange gehen, um da unsere beiden Lautsprecher zu verbauen. Der Ateca hat hinten unter der Stoßstange oder Heckschürze grundsätzlich schon so eine Art Öffnung, wo die beiden Lautsprecher wunderbar reinpassen. Wir haben hier dafür einen Halter gebaut, wo das Ganze dann sicher fixiert werden kann, worauf man auch achten sollte, ob man möglicherweise zwischen den Tieftonlautsprechern noch irgendwie eine Art von Dämmung zur Karosserie macht, um zu verhindern, dass man dann zu starke Vibrationen oder Brummen auf die Karosserie bekommt, damit es dann im Innenraum auch noch entsprechend gut klingt. Auch das haben wir hier gemacht und wie gesagt, diese Öffnung ist bereits von Hause aus vorhanden. Da lassen sich die Lautsprecher auch gut verstecken. Es passt auch von der Ausrichtung sehr gut, weil dadurch, dass es quasi über dem Serienauspuff ist, ist es auch so für die Klangverteilung und für die Mischung zwischen Original und additivem Sound eine sehr gute Lösung. Ist auch so, wenn man jetzt hinten drunter guckt, kann man es eigentlich nicht sehen. Also man müsste schon richtig drunter krauchen oder das Auto auf eine Bühne heben. Und wer da jetzt noch besondere Schutzmaßnahmen ergreifen will, kann man ja so einen Hasendraht schwarz lackieren und noch vor diese, wie gesagt, werkseitig vorhandene Öffnung verbauen. Und dann hat man das Thema auch noch aus den Füßen. So viel zum Thema Einbau. Dann kommen wir mal zum Thema Klang, hören wir uns gleich an. Eins will ich dazu noch sagen. Meiner Meinung nach klingt es im Originalen noch deutlich besser. Also in der Halle ist natürlich immer so, dass es ein bisschen schallt und von daher nicht gar so realistisch klingt. Also würde ich empfehlen, wer sich dafür interessiert, einfach mal Termin ausmachen, Großzimmern vorbeikommen, kann man das mal am Fahrzeug vorführen und dann kann man sich schon ein Bild davon machen, inwieweit das gefallen könnte. Also diese ganzen Systeme kommen meiner Meinung nach immer noch nicht an einen Sportauspuff ran, aber es gibt ja gute Gründe, warum man vielleicht sowas verbaut. A, hat man dann die Möglichkeit, verschiedene Soundprofile zu benutzen und das Ganze auch jederzeit an- und ausschalten zu können. Von daher ist es eine Lösung, die man ins Auge fassen kann. Ich weiß, es gibt auch Kritiker, die sagen, nee, mach ich lieber Auspuff, aber ich war auch nicht der größte Freund von diesen Geschichten. Aber wie gesagt, ich finde, ist an für sich eine Lösung, die man, um verschiedene Klangerlebnisse zu generieren, doch ganz gut ins Auge fassen kann. Ich meine, natürlich passt da auch nicht jeder Sound dazu. Ich würde hier jetzt grundsätzlich eigentlich eher einen Vierzylinder-Soundfall nehmen oder einen V6, also V8 vielleicht noch. V12 passt jetzt meiner Meinung nach gar nicht so dazu. Von daher habe ich jetzt hier auch gar nicht die ganz große Auswahl der Soundfiles mit aufgenommen.
Okay, das sagt derjenige, der im Nissan Navara GTR Sound verbaut hat, aber ihr wisst, wie ich es meine, es soll ja ein bisschen zum Auto passen. Was mir auch sehr gut gefällt, was ja auch immer so ein bisschen steuergeräteabhängig ist vom Fahrzeug, dass das wirklich sehr synchron läuft. Das heißt also, selbst wenn ich im Leerlauf mal so Gas gebe, läuft das wirklich absolut synchron zur Drehzahl des Motors mit, was das Ganze dann doch echt realistisch klingen lässt. Ich habe auch zwischendurch immer mal auf Serie zurückgeschaltet, dass man noch den Unterschied noch mal so wahrnehmen kann. Und ich habe auch hier und da mal diese Features eingeschaltet, was jetzt so Schubknallen angeht oder so Fehlzündungen. Dem einen oder anderen mag es ja gefallen, dass man dieses Geballer noch mit dabei hat. Ich bin jetzt nicht der größte Freund von, aber auch das kann man, wie gesagt, dann noch entsprechend programmieren. Einerseits, ob man es überhaupt verwendet und andererseits auch, wie viel Fehlzündungen ich dann im Einzelfall überhaupt immer hören möchte. Und da, wie gesagt, gibt es auch noch 1000 Möglichkeiten, das Ganze zu individualisieren. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Hört es euch an. Wenn es euch gefällt, können wir uns ja mal treffen. Und wenn es euch nicht gefällt, dann Pech gehabt. Gut, bis dahin würde ich sagen, wiederhören.